Hast du ein neues Parfüm? Ja, wieso? Gefällt dir nicht? Nee, sorry, das geht gar nicht. Dann habt ihr mal ein Deo für die Chrissy. Hallo, heute machen wir eine Extrasendung für den wichtigsten Menschen der Welt. Nein, nicht Mutti, den Systemadministrator. Ja, denn heute ist nämlich der System Administrator Appreciation Day, wie wir Muttersprachler sagen. Der Tag, an dem man seinen Systemadministrator lobpreisen soll. Und auf sysadminday.com kann man alles über diesen wohl wichtigsten Feiertag nach Weihnachten erfahren. Hier gibt es zum Beispiel auch den berühmten System Administrator Song zu hören. He might be there all day, but sometimes he just presses caps lock and walks away. Auch wir haben dieser Krone-Erschöpfung viel zu verdanken. Ja, ohne die könnten viele morgens um 8 gar nicht unsere neuen Folgen sehen. Ja, wenn ein Admin da ist, gibt es immer Probleme. Ich meine, ein Admin ist immer da, wenn es Probleme gibt. Stimmt. Ein Computer ohne Admin ist wie ein Tarzan ohne Wald. Systemadministratoren sind moderne Superhelden, so wie die hier aufgelisteten. Das sind 10 ganz reale Superhelden, die Tag für Tag irgendwo auf dieser Welt ihren Dienst tun. Wie etwa Citizen Prime, der schon mal einen Ladendieb gestellt hat. Kinofilm folgt. Tja, und Administrator rettet halt Festplatten. Aber das ist auch schon alles, was man über die Jungs in der IT-Abteilung weiß. Richtig, IT ist für viele doch dasselbe wie ET. Einfach so ein Ding vom ganz anderen Stern. Leider, denn selbst wie die Mafia funktioniert, wissen viele Leute besser. Ich meine, muss es erst so weit kommen, dass der Admin Schutzgeld nimmt, damit ihrem Computer nichts zustößt? IT ist eben halt so ein ganz eigener Kosmos. Genau wie der Nanokosmos. Aber selbst über den gibt es mehr Informationen. Schöne Überleitung. Danke. Hier bei nanoreisen.com. Abenteuer hinter dem Komma. Da kann man alles über die Welten des Mikro- und Nanokosmos erfahren. Angefangen bei noch relativ leicht erkennbaren Stechmücken, über beeindruckende Halbleiterschluchten, bis hin zu den elementaren Quarks mit einer Größe von 1 Billiardstel Meter. Also so dicht, wie ihr Nachbar immer neben ihnen parkt. Ja, aber für unser eins sind doch selbst gut sichtbare Computer ein Rätsel. Oder wüsstest du, wie man geheime Nachrichten in JPEGs versteckt? Schon gut. Admins jedenfalls wissen sowas. Die lesen nämlich solche Artikel und gucken solche Videos, in denen das ganz genau beschrieben wird. Ja, so viel zum Thema geheim. Aber man sollte Nachrichten sowieso schnellstmöglich löschen. Schon allein, damit die Inbox nicht überläuft. Und wie man das am besten verhindert, kann man sich mal von diesem jungen Mann recht unterhaltsam erklären lassen. Ja, Moment. Ich habe ja letztens gelesen, dass es sogar schon Nachrichten gibt, die sich selbst zerstören. Also jetzt nicht altmodisch mit Briefbomben, sondern mit solchen Webseiten im Internet, die genau diesen Service kostenlos anbieten. Mensch, endlich kann man wieder erst schreiben und dann nachdenken. Toll, das brauche ich versprechen. Wie oft sagt man nämlich was Unbedachtes, gerade beim Thema Admins? Genau, immer diese doofen Vorurteile. Admins wären Nerds, haben kein Leben, gehen nie vor die Tür. Brauchen eine Sunshower, um mal etwas Farbe abzubekommen. Ja, hier, diese Einbausonnenbank für die Dusche, die den Admin jeden Tag automatisch mitbräunt. Okay, jeden Tag duschen wäre natürlich Voraussetzung. Ups. Also ehrlich, bitte. Diese blöden Klischees will doch keiner mehr hören. Und selbst wenn die nie vor die Tür gehen und nie Sport machen. Wer sagt denn, dass zum Beispiel Wakeboarden auf überschwemmten Straßen cooler ist, als, sagen wir, die ganze Nacht gelöschte Dateien zu retten? Ja, guck sie doch an hier, die Klemmis. Okay, sorry. War nicht so gemeint. Also heute sollten Sie Ihrem Administrator wirklich mal eine Freude machen. Basteln Sie ihm doch zum Beispiel das sagenumwobene iPhone aus Papier nach. Nur bitte nicht täuschen lassen. So stabil ist das echte dann nicht. Oder laden Sie ihn auf eine Spritztour ein. Nur möglichst im Flachland. Oder zumindest mit einem etwas stabileren Fahrzeug. Ja, oder mit diesen Videotipps können Sie ihm sicher auch eine Freude machen. Die richtige Mischung aus Technik und Humor. Zum Beispiel bei diesem lustigen Animationsfilm. Also wenn da mal kein LOL über seine Lippen kommt. Naja, für den Fall gibt's ja noch Spieletipps. Wenn er dann nicht auftaut, ist er aus Stein. Das war Ehrensenf. Ich bin Christine. Und ich mag Mika. Tschüss. Und dem Admin sei gesagt, hoch soll er fahren, hoch soll er fahren, dreimal.